Samstag also, Italien. Das ist dann der Auftakt in die frische Runde sozusagen. Herzogenaurach. Marc Bernbeck ist unser Mann vor Ort im Trainingslager. Grüße rüber, Marc. Ein paar Tage sind schon durch. Was sollten wir wissen? Was ist dir hängen geblieben? Ja, Wetter ist gut, ne? Heute zweite Trainingseinheit hier in Herzogenaurach, weil so lange geht es ja hier noch gar nicht. Vorher gab es ja erstmal das Ganze in Marbella, Familientrainingslager, Einheiten, dann frei und dann hier. Und wir schauen mal gleich drauf, denn das Training, das zweite, hat schon begonnen. Wie immer kurze Mannschaftsbesprechung und jetzt auch das Aufwärmen. Also ich glaube, jetzt langsam zieht es ein bisschen an. Das ist das, was auch gestern herauskam bei den Jungs, als sie auf der Pressekonferenz gesprochen haben, vor allem bei Leon Goretzka. Sind wir ehrlich, Nations League? Nein, interessiert niemand dieser Titel. Aber das Kaliber Italien, England, das ist geil. Und das ist das Gute an der Nations League, dass jetzt eben solche Spiele anstehen. Und da haben die Jungs Bock drauf. Und natürlich ist es eine lange Saison. Sie sind ausgelaugt. Ich habe gerade versucht, bei Kevin Trapp nochmal zu schauen, ob immer noch Augenringe da sind. Der sah schon wieder scheiße frisch aus. Das ist Wahnsinn, der Typ. Also das ist hat fast bessere unangenehm. Als wir, ja, dass der trotz der Feierei... Ja, absolut, absolut. Und trotzdem ist es jetzt schon der Kampf, wir haben es gerade auch in unserem Beitrag gehört, um die Stammplätze. Hansi Flick hat klar gemacht, es gibt eigentlich kaum erstmal jemand, der hundertprozentig gesetzt ist. Wir diskutieren ja selbst über den Torwart, ja, gerade nach der Leistung von Kevin Trapp. Deswegen ist jetzt diese Trainingseinheit für jeden wichtig, Gas zu geben und dann eben am Samstag in Bologna auch einen Stammplatz zu ergattern. Wenn du sagst über einen Torhüter, wie ernsthaft ist diese Diskussion? Nein, ich glaube, sie ist eher vor allem medial und jetzt ein bisschen, weil man emotional aufgeladen ist von den Leistungen von Eintracht Frankfurt und Kevin Trapp. Und natürlich hat er eine sensationelle Saison gespielt und war ein Faktor und hat den Elfmeter gehalten. Also trotzdem, nein, Manuel Neuer ist die Nummer 1, ist Captain, alles easy. Der wird spielen und ist auch unangefochten die Nummer 1. Und ich glaube, deswegen ist es schön, dass man so viel gute Torhüter hat in Deutschland, nach wie vor. Aber was früher die Diskussion war, Neuer, Ter Stegen, und irgendwie war doch immer Neuer die Nummer 1, ist jetzt vielleicht da ein bisschen die Diskussion. Aber ich lege mich fest, Manu Neuer ist die Nummer 1 und nichts anderes. Mhm. Klar, du hast gesagt, es gibt noch viele Positionen, die offen sind. Der Bundestrainer will sich auch nicht wirklich festlegen. Trotzdem kannst du so ein Gerüst sagen von den Spielern, wo du sagst, die sind auf jeden Fall fix? Ja, gerade in der Innenverteidigung wird es interessant. Toni Rüdiger, Schlotterbeck sind für mich schon eigentlich diejenigen, die so ein bisschen die Nase vorne haben. Leon Goretzka hat es gestern gut erzählt. Timo Werner hat gerade in den letzten Spielen unter Hansi Flick gute Leistungen gezeigt, auch Tore gemacht. Also auch wenn er eine schwere Saison bei Chelsea hinter sich hat, für mich ist er trotzdem immer noch vorne einer drin, der eigentlich von Beginn an spielt. Und dann haben wir schon das Kimmich-Goretzka-Gerüst, Thomas Müller auf den Außen, Leroy Sané, Serge Gnabry. Also das sind schon Jungs, die alle nah dran sind an dieser Anfangsformation. Aber ein Kai Havertz ist da auch nicht weit weg beispielsweise. Also wir sehen, dass wir gut aufgestellt sind. Ilkay Gündoğan, wir haben gerade über die Sechs gesprochen. Jamal Musiala hat da ja auch gespielt, schon jetzt zuletzt, ne? Also unter Hansi Flick. Da merken wir schon, dass es viele Möglichkeiten gibt auf vielen Positionen. Und insgesamt ist die Kaderbreite sehr, sehr gut. Und trotzdem, wir müssen wieder mahnen, ja, weil es ist einfach so, Goretzka hat super gesagt, wir sind nicht in der Weltspitze. Deutschland ist nicht in der Weltspitze. Und jetzt gegen Italien in England kann man sich eigentlich zurückmelden. Wenn man beide besiegt, dann können wir schon wieder anders drüber reden. Aber aktuell müssen wir uns weit weg von Favorit auf den WM-Titel wähnen. Was fehlt der deutschen Mannschaft, oder anders gefragt, was sind dann die Schräubchen, an denen der Bundestrainer konkret drehen muss, damit man eben auf dieses Niveau kommt? Ich glaube, es waren schon klare Schritte nach vorne. Man hat ein System gefunden. Das ist das klassische Hansi-Flick-System, das 4-2-3-1. Die Dreierkette ist passé. Wir standen vor einem Jahr genau hier, haben über Dreierkette, Viererkette diskutiert, über den neuen Spielstil unter Joachim Löw, als man versucht hat, sich neu zu formieren, moderneren Fußball zu spielen, mehr Umschaltfußball. Und jetzt sind wir wieder zurück im Flick-System, das bei Bayern München im klassischen 4-2-3-1 zum Champions-League-Titel geführt hat und was jetzt eben der Nationalmannschaft auch dieses Gerüst geben soll. Deswegen glaube ich, dass die Mannschaft ordentlich aufgestellt ist. Alle reden von einem tollen Teamspirit, aber nach wie vor, das ist ja sowas von egal, was die Jungs erzählen, weil letztendlich, das wurde auch vor einem Jahr genau hier in Herzogenaurach erzählt, vor der Europameisterschaft. Wir wissen, wie sie geendet ist und deswegen ist das alles egal. Wichtig sind jetzt die Standortbestimmungen gegen Italien und England, und sind wir ehrlich, deswegen macht es auch so spannend. Also viele, ja, denen ich gesagt habe, ich fahre übrigens nach Herzogenaurach Nationalmannschaft, ach, sind wirklich Länderspiele? Ist da was? Und das waren Fußballfans. Also ich finde ja immer noch in der breiten Öffentlichkeit,
Wichtigkeit ist noch gar nicht so wahrgenommen, dass jetzt eigentlich immer noch 2 Wochen Nationalmannschaft ist. Das wird kommen, spätestens jetzt Freitag, Samstag. Aber die Wichtigkeit der Spiele, die darf man nicht unterschätzen, einfach weil es Top-Gegner sind. Europameister England, also Europameister Italien und England, das ist schon eine Hausnummer. Du hast gerade schon gesagt, Standortbestimmung, große Namen, gegen die es da geht. Da steckt natürlich auch eine Menge Prestige drinnen. Aber der Bundestrainer, ja, was will er denn, was die Formation angeht, in erster Linie sehen? Spielern eine Chance geben, die möglicherweise noch nicht so einschätzen kann, beziehungsweise die nicht so häufig spielen? Oder wird er vor allem versuchen, jetzt schnellstmöglich eine Stammformation herauszubilden? Letzteres. Alle Augen gerichtet auf Katar, auf die WM. Das ist das Entscheidendste. Es gibt kein Ausprobieren mehr. Es gibt nicht mehr irgendwie versuchen, sich zu entwickeln, sondern jetzt muss man sich einspielen. Automatismen. Es ist deswegen ja auch so gewählt mit diesem Trainingslager in Marbella. Jede Einheit zählt und jede muss genutzt werden. Einfach weil ja die Vorbereitung vor Katar dann auch so kurz ist, mit eigentlich nur einer Woche, bevor es dann in die WM geht. Dann gibt es nochmal die Länderspielpause im Herbst und dann ist schon WM. Also es geht einfach jetzt Schlag auf Schlag und deswegen ist das Allerwichtigste und darauf sind die Jungs auch fokussiert und es fühlt sich vielleicht noch nicht so richtig nach WM an, aber es ist das WM-Jahr und das spürt man heute auch, denn nachmittags oder gegen Mittag gibt es hier auch ein Dialogforum rund um Katar und die Menschenrechte, also auch das ist hier ein großes Thema, heute keine Pressekonferenz, keine Medienrunde, sondern die Jungs werden nachher wie in der Schule sich hinsetzen und austauschen, zum Beispiel mit Human Rights Watch, mit Amnesty International, aber auch den Sicherheitsaspekt von Helmut Spahn, der lange ja auch beim DFB für die Sicherheit zuständig war. Also das ist heute Mittag, das Mittagsprogramm von den Jungs. Und da merken wir schon, dass so ein bisschen Wüstenwind katarisch hier auch weht. Und es ist das WM-Jahr. Und deswegen geht es nicht darum, irgendwie mal ein bisschen was auszuprobieren. Es wird immer volle Kapelle, Anfangsformation. Die stärksten Jungs, mit denen Hansi Flick auch im Winter spielen will, Stand heute, die werden auflaufen, bin ich mir sicher. Mhm. Hast ja schon angesprochen vorhin auch das System. Und wir haben auch über ein paar Pfeiler gesprochen in der Mannschaft. Mir ist aufgefallen, du hast viele genannt, bis auf die beiden Außenverteidigerpositionen. Ja, da gibt es natürlich Favoriten momentan mit David Raum, der momentan für mich der beste Linksverteidiger in Deutschland ist und auch eigentlich für mich von Beginn an spielen sollte. Aber auf der anderen Seite haben wir Jonas Hofmann, der zurückgekehrt ist nach seiner Verletzung, der gleich wieder mit dabei ist, der vorher derjenige war, welcher. Aber auch ein Thilo Kehrer war ja die Allzweckwaffe für Hansi Flick, gerade in den letzten Spielen, der alles schon gespielt hat, links, innen, rechts. Also da sind Positionen, wo es Favoriten gibt, wo es Jungs gibt, die vielleicht einen Tacken, so ein paar Haare auf der Nase vorne dran sind, aber keine Nasenspitze voraus, sondern nur die Härchen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist es ein spannendes Rennen auf den Außenverteidigerpositionen. Und also nicht, dass wir Haare auf der Nase haben, aber ihr wisst schon, welches Bild ich versuche zu zeichnen. Also besser auf als in der Nase, aber alles gut. Und deswegen Außenverteidigerpositionen sind super spannend. Es ist eine haarige Angelegenheit, das halten wir auf jeden Fall fest, was die Position angeht. Vielleicht aber, weil du gerade angesprochen hast, Thilo Kehrer gefühlt ja immer, oder ich glaube sogar derjenige, der am häufigsten tatsächlich gespielt hat, ne? unter Hansi Flick, also der quasi der Immerspieler. Ja. Was schätzt er denn ausgerechnet an ihm so sehr? Kehrer ist der neue Ginter. Ja, also das sage ich immer gerne, was Matze Ginter unter Jogi Löw war, ist jetzt Thilo Kehrer bei Hansi Flick. Er mag den Spielertypen, er kennt ihn gut, er schätzt ihn auch als Mensch und setzt ihn überall mal ein und pusht ihn auch. Also ich glaube, es hat keinen anderen Spieler so gepusht, Hansi Flick, wie Thilo Kehrer, der eine schwere Saison bei PSG mal wieder hinter sich hatte, der jetzt auch durchaus Wechselgedanken hat, der auch dort bei PSG vielleicht keine Zukunft hat. Wird spannend, ob er seinen Vertrag aussitzt. Jetzt müssen wir gleich zusammenpacken. Sage ich euch schon mal, gerade gab es das Kommando vom DFB. Also das sind die letzten Worte von uns aus Herzogenaurach. Gleich geht es ins Geheimtraining rein. Ja, und deswegen, Thilo Kehrer hat gute Karten bei Hansi Flick. Und wir bauen zusammen. Ihr merkt, hier ist Aufbruchstimmung. Alles klar, Marc. Dann danke dir für die Eindrücke. Und der Bundestrainer wird versuchen, jetzt auch das letzte Haar in der Suppe noch rauszufiltern. Dann beim Training. Grüße rüber.